Die Metaller in Baden-Württemberg wollen weiter streiken. Nachdem die Verhandlungsrunde am 13. Februar aus Sicht der IG Metall kein besseres Angebot von der Arbeitgeberseite zufolge hatte, will die IG Metall den Druck weiter erhöhen. Nach Fasnacht sollen die Aktionen wieder verstärkt werden. Schon gestern sollen sich bei landesweiten Warnstreiks der IG Metall knapp 3000 Metaller beteiligt haben. 5,5% mehr Lohn, einen verbesserten Zugang zur Altersteilzeit und eine bezuschusste Weiterbildungsteilzeit. Das sind die Forderungen der IG Metall für die rund 800.000 Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg. Am 23. Februar treffen sich die Tarifparteien zu neuen Gesprächen.